Sehr verehrte Damen und Herren, und damit ein herzliches Willkommen zu Rayman Legends. Wir spielen mit Sir Globlox oder Globlox, wie er heißt, keine Ahnung, im Spukschloss. Ja, nachdem ich bevor ich dieses Video gestartet habe, den kompletten Fortschritt aus Versehen gelöscht habe, muss man halt jetzt alles nochmal spielen. Ich habe mich ganz kurz geärgert, aber jetzt ist mir auch schon wieder wurscht, weil ist einfach ein funny Spiel. Kann man ja auch zwei- und dreimal spielen. So, weiter geht's. Ein paar Looms einsammeln. Mit unserem kleinen grünen Freund. Piraten umklatschen. Und geht's da runter? Oh. Da passiert nichts. Die letzten Folgen, die ich gespielt habe, die waren ja saucool in irgendwelchen Unterwasserwelten. Nur die sind jetzt alle gelöscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Alle. Weiter geht's. Eleganter Sprung. Den sammeln wir noch ein. Den Burschen da. Nachdem ich ja jetzt die letzten Wochen hier ein bisschen Ding gespielt habe. Uncharted 4. Wen es interessiert, der kann ja gerne mal reingucken. Benutze ich hier Rayman als Lückenfüller, bis ich ein neues Projekt anfange. Leider weiß ich noch gar nicht, welches Spiel ich als nächstes machen möchte. Ich habe mal so umgeschaut in den PlayStation Chart, aber da war jetzt bis jetzt nichts dabei, was mich so angesprochen hätte. Vielleicht kommt ja in ein, zwei Wochen irgendwie was raus, wo ich sage, boah, das muss her. Ansonsten, wurscht. Wir finden schon irgendwas. Ich kann ja noch was auf dem Computer spielen. So, das habe ich schon mal gespielt wegen des. Zack. Hauen wir den mal schnell um. Okay. Aha. Schon mal gespielt und trotzdem vergessen, wie es geht. Alles klar. Jetzt wissen wir, wo wir hinspringen dürfen und wo nicht. Achtung und zack. Da schon. Da nicht. Da schon. Und jetzt, wo war das? Unten oder oben? Ich glaube unten. Hey, ich habe es trotzdem geschafft mit meinem Extra-Leben. Jawohl, geschafft. Wir freuen uns, dass wir gleich grün werden. Kriegen ein Extra-Herz. Und wir gehen weiter. Runter geht's. Piraten klatschen. Rauf, links, rechts. Der Charakter ist echt cool. Ich glaube so, der kann nichts, was die anderen nicht auch können. Aber ich finde seine Farbe witzig. Ich finde ihn einfach witzig zum Angucken. Achtung, will mich da nicht verletzen. Da verletze ich mich ja eh nicht, oder? Nö. Aber ich komme da nicht rauf. Wie komme ich da rauf? Ich weiß es nicht. Dann lasse ich es einfach und spiele gemütlich hier unten weiter. Oh oh. Ja, das war Kogwa die Idee. Schmetterattacke. Hammer. Raten verprügeln. Halt. Ich bin ja dann doch immer auf der Jagd, dass ich so viele Looms wie möglich bekomme. Übrigens, dieses Video wird mit der Elgato aufgenommen. In der höchsten Auflösung, in dem höchsten irgendwas, was geht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Gigabyte es werden. Das wird ja eh keiner großartig merken, den Unterschied von der Qualität her, weil die meisten das ja, glaube ich, wirklich auf ihrem Handy angucken, auf ihrem Smartphone. Hoppala, bin ich gebissen worden. Aber ich habe gedacht, ich probiere das mal aus und rein Interesse halber, wie lange dauert das wohl, bis das hochgeladen ist. Wir werden es sehen, beziehungsweise ich werde euch berichten. Hochladen tue ich immer diesen ganzen Videokrempel in der Nacht, da ist dann die Internetleitung nicht so zu. So. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Also es kommt ja da schon immer eine Masse von Speicher zusammen bei dieser normalen Einstellung, die ja meiner Erachtens völlig in Ordnung ist. Das ist 1080 mal mit hier, der ist 60 Bildern pro Sekunde und halt jetzt noch hier die anderen Einstellungen auch noch auf hochgestellt. Ja, mal schauen.
bin gespannt. Wahrscheinlich platzt gleich die Festplatte. So, weiter geht's, meine Lieben. Kleinling befreit. Schmetterattacke. Wenn ich dann Schmetterattacke mache, was passiert? Da passiert nicht viel. Aber hier. Okay. Halt. Da ruft schon einer. Na, was ist los? Du durch? Jawohl, Kleinling befreit. Mal rüber geflattert. Da geht's oben schön weiter. Oh, ein Geheimgang. Den nehmen wir uns mal zur Brust. Ah ja. Hey. Okay, wir lassen uns nach oben ziehen. Und Kleinling befreit. Den Secret Room oder Secret Level mit Bravour bestanden. Ja, weiter geht's. Darunter oder wie? Jawohl. Jawohl, Knochenhaufen wegräumen. Und zack, zack, zack. Wusch. Boah! Ich will das haben. Komm, 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 komm. Okay, vielleicht habe ich da nochmal die Möglichkeit. Kommt das nochmal her? Nö, aber hier kann man noch ein bisschen aufräumen. Mal schauen, vielleicht ist da irgendwo was. Ja, tatsächlich. Sehr gut. Man findet halt doch immer wieder neue Überraschungen. Weg da. Nicht, dass wir noch irgendwie hier das Auge gefressen bekommen. Aushaken und weiter geht's. Das schaffen wir. Nochmal ein Kleinling befreit. Sprung und. Na, Schmetterattacke machen wir nicht. Obwohl, dann werden wir vielleicht da oben drauf kommen, oder? Warte mal. Jawohl, sehr cool. Und raus mit dir. Mit euch. Und hier rüber gesprungen. Nochmal Schmetterattacke. Okay, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie falsch gemacht. Zum Aushaken drücken. Halt! Nicht aushaken. Eieiei, Mist. Das ist leider versaut. Na, dann da rein. Sehr schön. Achtung, das zieht uns wieder hoch, oder? Nochmal. Dann ist der einer. Sehr schön, weggeplatzt ist er. Halt, wenn ich da hier Schmetterattacke, wo fliege ich hin? Nirgends. Mist, ich habe die nicht mitgenommen. Mich ärgert es immer, wenn ich die Looms nicht mitnehme. Nachdem ich ja eh gerade den ganzen Speicherstand gelöscht habe, brauche ich ja wieder jeden. Ja, ich bin da einfach drauf gegangen auf ein neues Spiel starten. Und dann hat er mich irgendwie so gefragt, ja sicher, neues Spiel starten. Irgendwie, ich muss dann von vorne anfangen, Speicherstand geht verloren. Aber dann hat er jetzt nicht gedacht, dass da gleich hier alles weg ist. Wirklich, Leute, alles, alles weg. Ich muss mir sogar das Intro nochmal anschauen. Die Lichtung der verlorenen Träume. Oder irgend sowas ist es hier gesagt worden. Macht nichts. Wegklatschen den Kameraden. So. Oh, nein, nein, nein. Das muss man hochziehen. Sehr gut. Wo fliege ich hin? Halt. Wenn man links geht, da kommt noch was, oder? Nee. Den Rotzlöffel wegschießen. Den wegschießen. Ja, ich habe jetzt, als ich das Spiel gespielt habe, erstmal geguckt, hey, wo liegt das überhaupt? Wo ist die CD? Nicht gefunden. Und dann ist mir direkt eingefallen, hallo. Dafür habe ich keine CD. Den Spaß habe ich irgendwann mal runtergeladen. Ja, kaum zu glauben, oder? Oh, nice. Brokkoli weghauen, Schmetterlinge verjagen. Was ist los? Und hoch. Oh, wir haben das Level schon geschafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber was ist das da oben? Ich sehe da noch irgendwelche Augenrollen. Das ist eine Eule, an der können wir gar nichts machen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dieses grandiose Level geschafft. Spukschloss mit Sir Globlox oder Globox, keine Ahnung wie er heißt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch wieder eine Folge an. Schönen guten Abend.